So, hi, hier ist wieder der Dennis mit einem kurzen 3-Minuten-Preview-Clip zu Zelda Breath of the Wild. Ich hatte es euch ja schon gesagt, mehr als 3 Minuten pro Clip darf ich nicht machen, aber ich wollte euch ein paar kleine interessante Sachen zeigen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, vielleicht aber doch, naja, was soll's. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde hier was Schönes kochen, denn ich muss mich darauf vorbereiten, dass ich in die Kälte gehe und damit ich nicht erfriere, brauche ich ein Gericht, was mich warm hält. Und dazu kann ich jetzt hier zum Beispiel ein Stück Fleisch in die Hand nehmen, ein Stück Wild, nämlich eine Chilischote, weil die hält auf jeden Fall warm. Und was nehme ich denn noch dazu? Ich nehme mal, das ist, füllt bei Verzehr Herzen auf. Was nehme ich denn da jetzt noch dazu? Ich nehme einen Ausdauerpilz auf jeden Fall und nehme eine Honigwabe mal. Mal gucken, obwohl, aha, wartet mal. Der sagt er nämlich hier. Das ist rezeptlich aufgeschrieben. Wild und Chili, das weiß er noch. Leider fällt dem Rest nicht mehr ein. Es war weder Pilz noch Pflanze noch Geflügel. Ja, dann denke ich mal, es könnte der Honig sein. Kann ich allerdings nicht genau wissen. Ich probiere das nämlich gerade auch selber erst aus. Probieren wir es nochmal. Okay. Genau, nee, warten möchte ich nicht. Dafür geht nämlich dann die Zeit ansonsten. So, probieren wir es nochmal. Okay, ein Stück Fleisch in die Hand nehmen. Dann nehmen wir ein Stück Chili, das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir nehmen eine Honigwabe. Probieren wir es mal damit. Ich würde auch noch einen Apfel dazulegen, mal sehen. Vielleicht hilft es ja was. So, und dann kann ich das Ganze in den Kochtopf schmeißen. Und da fängt das Ganze an, hier wild zu tanzen. Puff! Festtagsgulasch, ein mit Honig veredeltes Fleischgericht, viel saftiger als herkömmlich geröstetes Fleisch. Das war dann wohl nicht das Richtige, um mich vor Wärme zu schützen. Das ist natürlich doof. Ich habe zum Glück schon vorher eins gemacht, aber ja, das war jetzt nicht genau der Effekt, den ich haben will. Deswegen werde ich wohl noch einmal Wildjagen gehen müssen. Was ich übrigens jetzt herausgefunden habe, was viel leichter ist, wenn man hier geduckt geht, weil dann macht man deutlich weniger Geräusche. Ja, gut, hätte ich mal vorher wissen sollen. Ja, aber ihr seht, es gibt hier genügend zum Experimentieren. Da hat man dann auch so eine Art Rezeptbuch und hält dann fest, was man so gekocht hat. Ja. Das nur mal so als weiterer kleiner Eindruck. Wie gesagt, die 3 Minuten, die ich machen darf, sind jetzt wieder um. Deswegen muss ich das Video jetzt beenden. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf Zelda Breath of the Wild freuen. Ich habe hier eine jede Menge Spaß.